Jo, meine Damen und Herren, was geht ab? Wir sitzen hier jetzt hier bei mir live im neuen Studio und ihr habt mir ein paar Fragen gestellt, die ihr gern beantwortet hättet, die euch interessieren und die werde ich euch jetzt beantworten. Okay. Saphira fragt, was ist dein Lieblingsfilm? Also, das ist schwer zu sagen, da gibt es viele, zum Beispiel I'm Legend ist cool, die Hangover-Reihe ist geil oder halt die sechs Filme von Wrong Turn. Seit kurzem gibt es auch einen sechsten Teil. Sarah fragt, was würdest du machen, wenn ich einen besoffenen Mann küssen würde? Das wird richtig kommen. Also, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, aber ich glaube, ich würde wegrennen. Und was war gestern? Gestern war Sonntag. So gut. Felix fragt, was würdest du machen, wenn jemand kommt, dir einen Kuchen ins Gesicht wirft und wieder wegrennt? Ja, ich würde mir denken, danke und alles abstreichen und dann essen. Je nachdem, was das für ein Kuchen ist. Also, wenn es ein Käsekuchen ist, dann nicht, aber so irgendwas Nussiges, Schokoladiges, das würde ich schon. Patricia fragt, welchen Film von Elias Mbarek fändest du am besten? Wo du mitgespielt hast. Fuck you Goethe, oder? Ja, ich würde sagen, Fuck you Goethe. Pakalu fragt, mit wie vielen warst du zusammen? Also die Frage, das ist eine schwere Frage, weil ich bin ja jetzt schon 26. Da müsste ich halt zurückrechnen. Ich meine. Keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Jasmin fragt, wie kommt es, dass du so hübsch bist? Fragezeichen, Herzsmiley, Hashtag Traummann. Die Frage Musst du deine Mutter fragen? müsste ich meine Mutter fragen. Oder mein Vater. Oder meine Schwester. Aber die kam erst später. Julia Zollner fragt, willst du in ein anderes Land ziehen oder gefällt es dir in Deutschland? Also willst du in ein anderes Land ziehen? Das hört sich so an, als ob ich auswandern soll. Aber ich will hier bleiben. Hier ist es cool, hier ist es schön, hier gibt's Arbeit. Kühe. Hier gibt's Kühe, ganz viele Kühe. Die wurden alle gut erzogen. Ansonsten, hier, Deutschland ist Multikulti. Hier macht's Bock. Ab und zu. Matt, was geht ab? Deine Frage war, fährst du ein Auto? Wenn ja, welches? Also, ich habe zurzeit ein Auto. Hab hier auch seit 7,5 Jahren den Führerschein. Und fahre einen VW Golf 3 mit dicken Bassboxen. Können wir rausschneiden. Melly ZH fragt, Lieblingsauto. Mein Lieblingsauto, mein Traumauto ist Dings. Mazda RX-8, so mit Flügeltüren und so, kennst du die? Haben wir uns mal angeguckt, oder? Ja. Bei Dings. Hinten, bei der Ja. Palme. Ja. In Rot, mit Mittelkonsole, so komplett durchgehend. Und die Sitze, die Türen, die kann man so aufmachen. Guckt euch mal an, Mazda RX-8. Servus Julia, was geht ab? Deine Frage war, wo wohnst du nochmal? Also das ist eigentlich sehr einfach zu erklären, denn du musst erstmal dein Haus verlassen. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte dir das einfach jetzt erklären. Und wenn du den Weg zu mir finden würdest, wäre das voll cool. Peace. Tamara, was geht ab? Also ich habe über deine Frage wirklich sehr gelacht. Merkt man von deinem Gesichtsausdruck. Tamara hat gefragt, magst du Meeresfrüchte? Kennt ihr die Frage? Ja. Kennst du die? Ja. Die hat noch dazu geschrieben, magst du Meeresfrüchte, Ollum? Also ich muss zugeben, ich mag Meeresfrüchte. Aber das hat jetzt nichts zu bedeuten. Ich esse sie gerne. Essen, nicht lecken. Keine Tintenfische oder so. Und auch keine Flusskrebse. Die nächste Frage kam von Jerome und er fragt, wann fängst du mit der Serie für Marburg an? Also die Planungen, die sind auf Hochtouren. Es fehlen nur noch ein, zwei Charaktere und ein Drehbuch ist auch schon fast fertig. Der Rest wird halt Freestyle gemacht, da improvisieren wir ein bisschen.
Ansonsten steht so, das Gerüst steht. Der Rest muss noch gefüllt werden. Ansonsten sieht alles sehr gut aus. Kamera steht, Equipment steht, das Team steht. Ja. Danke für die Frage, Jerome. Celine fragt eine ganz extrem wichtige Frage, die ist absolut, die muss ich jetzt erwähnen. Und sie fragt ganz einfach, was geht? Nichts bei dir. Also Leute, ich hoffe, ich konnte euch eure Fragen beantworten und erstmal danke für die Fragen von Christina. Koka, habe ich ihre Frage beantwortet? Egal. Annalena, Tamara, Olum, Jerome, Safira, Büni, Elisabeth, Felix und Töre. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah ya ne döner Was mit Döner? Nix mit Döner. Doch, da kam Döner. Wenn euch das Video von Einfach Chadi gefallen hat, lasst ihn einen Daumen nach oben da. Außerdem, wenn ihr weiteres nicht verpassen wollt, einmal bitte abonnieren. Hier oben kommt ihr jetzt zum letzten Video. Ciao.